Der Enrico hat jetzt hier ein Hovercraft. Wie funktioniert denn das? Da wird pustet die Luft hier unten noch mit in den Spalt. Ach so, die Luft wird dann in den Spalt gepustet nach unten. Dadurch drückt das Ding, ist ja simpel, dadurch drückt das Ding nach oben und bewegt sich dann auf so einem Luftpolster und soll jetzt hier über den Hallenboden rüber sausen. Und dann gucken wir mal. Der Roland hat den gleichen, er hat noch ein bisschen Probleme. Na, ist ja drollig. Gelenkt wird nur hinten über diese beiden. Zu wenig Ausschlag. Also das Ding flutscht auf so einem Luftpolster jetzt hin und her. Ist ja drollig. Wo gibt's die Dinger zu kaufen? Aus England, Chef. Aus UK. Kostenpunkt? Komplett mit Motor und alles, das waren jetzt knappe 60 Euro. Ach. Komplett mit Motor, mit allem drum und dran, 60 Euro. Wo hast du bestellt? Ja, ich will euch ja... Irgendeine englische Seite, müssen wir, ich weiß nicht, das ist ja irgendeine englische Seite, Hovercraft, ne? Ja. Müsst ihr mal ein bisschen googeln. Und wenn die im Arsch sind, kannst du die an 2S, ja? Die fahren. Da ja, vom Funktionsprinzip her habt ihr ja gesehen. Simpel, ja. Ist echt simpel. Die Luft wird wirklich nur reingeblasen in diesen Schacht. Dadurch kriegt er dann Auftrieb und Vortrieb. Warte mal, jetzt rennt er mir hier. Tommy rennt mir hier. So, jetzt haben wir, was haben wir da für einen Akku? Nochmal ganz kurz gucken hier. Das ist, glaube ich, ein 2S-er, ein 500er. 2S 500er, 500 mA. Also, das kannst du nicht. Ist ja echt abgefahren. So, da hat er da hinten, jetzt klebt er da an der Wand. So, Enrico, zeig uns mal. Vorher ein Roxy kannst du programmieren auf Boot. Ja? Gib mal Vollgas. Ach so, der schwimmt immer weg. Ja, meine haut war nicht hin. Das ist ja das Ach, Erstfahrt. Gucken wir mal, was der Roland macht. Jetzt Roland, drück mal drauf. Jetzt noch Tragflächen ran an der Seite. Aua. Ui. Und vorne.